So, Leute, ich bin schon direkt hier weiter im Getümmel. Und es geht schon ordentlich zur Sache hier. Wobei, die machen ganz gut Schaden. Die, ey, fast alle 60 mittlerweile. Wow. Eine Gruppe hält sich vor allem auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, India Level 60, Abyss Level 60. Bloborgon ist noch keine 60. Ist noch ein kleiner Hinterzügler hier. Nachzügler, nicht Hinterzügler. Du bist voll hinterzogen. Ja. Mir fehlt ein bisschen die Musik, muss ich sagen. Wir haben noch Musik drin. Sehr komisch. Naja, nicht so schlimm. Also ich hoffe, dass mit Reaper of Souls auch so ein bisschen neue Musik kommt. Weil mal nach mittlerweile, ich weiß gar nicht, 1200 Stunden Spielzeit hier, ist das echt ein bisschen, ja, eintönig. So ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Vielfalt wäre da ganz angenehm. Oh, da hat wohl jemand hier dickes Zeug angezogen. Wer denn? Ja, ja, aber klar. 900 DPS Waffe, was läuft? Warum auch nicht? Gut, dann hängen wir uns mal an die Fersen. Machen wir heute mal eine entspannte Plauderrunde. Was gibt es aktuell für Themen? Ah, Paul Walker ist tot. Paul Walker, wer hat es nicht gelesen, wer hat es nicht gehört? Paul Walker ist tot. Hat es ja schon im irgendein Let's Play erwähnt? Ich glaube nicht. Wenn nicht, tut es mir leid. Ich werde alt. Ja, jeder trauert um ihn. War natürlich auch ein Top-Schauspieler, aber dieses geheuchelte Mitleid dabei, ne? Das ist so ein bisschen... Ja. Wie gesagt, so ein Top-Schauspieler. Habe ich sehr, sehr gern gesehen. Aber, ja, Menschen kommen und gehen. Wir hatten ja letztens erst unser Mäuse-Thema. Ich weiß gar nicht, war das? Habe ich das schon mal angequatscht? Also mit meiner kleinen Maus auf jeden Fall. Aber mit Paul Walker? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Fallen es halt nur sehr, sehr, ja, Ich sage aber mal komisch, dass sie halt, dass jeder Dritte da postet, oh mein Gott, er ist gestorben, bla bla ist tot und jeder Zehnte hat es dann geliked und geteilt und also sowas geht halt echt um, wow, fuck, sowas geht echt um die Welt, ne, aber ja, okay, warte mal, minus 6000, ah, das wäre an sich ein geiles Schild, muss ich sagen, aber da fehlt mir Vitalität und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, deshalb lassen wir das mal und weiter geht's, danke Stable. Was ist hier? Turm der Flucht, da geht's noch weiter, mein Freund. Hier geht's noch weiter. Können wir da schon rüberspringen? Versuchen wir mal. Huh! Tatsache, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Gut, wir sparen uns einfach mal den Weg. Wir nehmen direkt die Abkürzung. So, zack, weiter geht's. Ich brauche keine Sklaven, mein Freund. Ich bin mein eigener Sklave. Was geht mit euch hier? Seid ihr noch auf dem Weg? Weg zur Party? Ja. Diablo veranstaltet wahrscheinlich so eine dicke Fete. Voll zugesoffen hier. Knallrot. Zack. Zack. Oh, fuck. Was ist mit dir los? Komm, hör mal auf. Hör mal auf, mein Freund. Ah, hier kommt schon unser One-Hitter. Ja, das ist ja wirklich so, ne? Die meisten warten dann wirklich nur, bis sie hier... Oh, ein Schild. Wartet, wartet. Bis sie hier Level 60 werden, dann holen sie ja relativ gutes Equip raus, was dann wirklich, Alter... Mittlerweile schießt man das Zeug ja wirklich saugünstig im Auktionshaus, ne? Absolut 2.0 sieht es anders aus, da gibt es kein Auktionshaus mehr. Oh, was ist das? Ein Gürtel, aber der ist doof. Ne, wir behalten unseren. Ja, aber derzeit ist das noch so, da hat man dann so eine kleine Reserve... Damit es dann echt schnell vorangeht. So, wartet mal. Mach's gut, India. Das war alles Müll hier, ne? Alles für die Katz. So, also die Hälfte bringt uns gar nichts. Okay, ein Dreiviertel von dem bringt uns nichts. Aber was soll man machen? Können wir nichts ändern. Der ist immer gar nicht so schlecht, ne? Ach komm, drauf ist schissen. Ich will kein blaues Zeug tragen. Das wertet so ab. Ne. So. Gut. Haben wir da auch schon mal ein bisschen was wieder zusammen. Das setzen wir ins Auktionshaus. So, sehr schön. Wo seid ihr? Da. Dann gehen wir weiter. Was? Ach Gott, ey. Was macht ihr hier? Wahrscheinlich schon 10 Legendaries jetzt liegen lassen hier. Oh fuck, da wollt ihr nicht.
Ach, sind Zweihand. Ich wollte schon sagen, was sind das für ein Monsterschaden? Ist natürlich eine Zweihand gewesen. Zweihand ohne Schild ist für mich jedoch so ein bisschen. Ja, nee, mag ich nicht unbedingt. Oh, das war für den Hintern. Gut. Lass uns mal reinkloppen hier. Ich überlege gerade, was müssen wir alles machen? Sinnherz der Verfluchten. Dann kommt. Das ist jetzt hier die Spinne, ne? Als nächstes kommt dann direkt Asmodan. Wir sind schon relativ weit bei Akt 3, ne? Und dann ist ja bloß Akt 4. Der geht ja auch relativ fix. Das machen wir in 2-3 Folgen fertig, wenn es läuft. Dann sind wir auf Inferno. Und dann geht's richtig los mit dem Craften, ey. Boah, was freue ich mich. Und dann zocken wir MP1. Ich bin echt mal gespannt, was wir da noch rausholen. Also geschätzte noch 4 Folgen, dann sollten wir wohl bei Inferno angekommen sein. Und ich bin echt mal gespannt. Oh, danke. Wasser, wie gesagt. Oh, ein Amulett. Mein Gott, bitte. Wir tragen 26er, verdammt. Nein! Was ist das für ein Rotz, Leute? Es kann doch nicht der Ernst sein, dass ein scheiß 26er Amulett besser ist als ein Gegenstandsstufe 60er Amulett. Ich finde einfach keins, was das verbessert. So. Ich finde keins, was das verbessert. Das ist Level 26, verdammte Scheiße. Bah! Blizzard! Ihr Drecken! Oh nee, ernsthaft jetzt? Was ist das für ein Scheiß? Goldfund drauf, aber ansonsten, ey. Nahkampf erlitten Schaden um 4%. Tragen wir trotzdem. Wir verlieren zwar jetzt Leben und Schaden, aber das hat halt Nahkampf reduziert und an sich nochmal ein bisschen Allrest drauf. Durch die Int. Ja, deswegen meine ich ja. Ah, schon ein bisschen deprimierend, muss ich echt sagen, Blizzard. Also, verdammt, gib mir so ein scheiß ROS-Beta-Key, damit ich euch mal gescheites Feedback geben kann. Ein Spiel, das deprimiert, macht keinen Sinn, mein Freund. So. Ein Baseler. Ich basel dir eine. Oh, eine Einhand. Wow. 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 Plus 1300 Schaden und Life Leech drauf, 2,8%. Jetzt überlege ich nur gerade, ist es das wert, dass wir da... Fuck it. Ah, lass uns mal probieren. Ich will nur mal probieren. Wir können immer noch zur alten Waffe zurückgehen. Ah, der Life Leech ist natürlich extrem geil da drauf, ne? Und dann noch schön Crit drauf. 41%, scheiße. Das Ding mit Sockel. Stellt euch das Ding mit Sockel vor, ey. Das wäre schon so ein richtig geiles Teil geworden. So, was haben wir hier noch Schickes? Also wir machen jetzt hier 5300 Schaden. Kriegen noch einen netten Life Leech Bonus rein. Was ja auch sehr fett ist. Ich guck mal so, was war mit wie viel wir uns hochschlagen dann pro Schlag. Wir kriegen relativ viel gelbes Zeug derzeit, ne? Ist ja ganz angenehm. Kriegen wir zumindest mindestens ein paar Materialien, die wir dann verkraften können, um auf 60 bzw. auf Inferno dann auch ein bisschen zu craften. Also da freue ich mich wirklich drauf, weil es ist schon was anderes, ne? Wenn du dich mit Auktionshaus einkleidest, klar, dann ist Crafting totaler Nonsens. Also außer man craftet halt mit Essenzen. Aber an sich ist da totaler Bullshit, wenn man das craftet. Aber auf Self-Found, wenn man alles selbst gefunden hat, ist das wirklich schon eine ganz andere Nummer, ne? Und deshalb bin ich echt mal gespannt, was wir da noch rausholen. So, hier haben wir. Ey, wir finden mit jedem Elite hier so ein neues gelbes Stück. Vegeta, oh mein Gott, Dragon Ball! Dragon Ball, Dragon Ball. Ich überlege gerade, wie der Titelsong ging. Ich würde jetzt gerne nachsuchen, aber dann habe ich wieder einen verdammten Ohrwurm.
Lassen wir lieber. Ah, Dragon Ball, Kindheitserinnerung. Ich liebe es. Ich habe es geliebt. Wow, 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 wow. Achso, ist das Amulett. Fuck. Ich wollte schon mal. Hey! Es kann doch nicht sein, dass ich hier durch ein 26 Amulett denke, es ist hier ein Ultra-Amulett. Verdammte Kacke. Naja. Gut. Aber oh mein Gott. Ach, du bist auch hier. Du wartest nur. Lässt uns laufen. Sehr gut. Okay. Ich halte mich jetzt hier. Wobei, nee, komm, ich spring mit rein. Ich habe jetzt hier so ein super duper Dolch. Ja, und Bersi einfach mit rein. Und dann passt das hier. Komm. Mit Bersi und dann zwack. 20.000 DPS. Es läuft. Sehr geil, sehr geil. Und wir haben Erfolg. Ja, mein Erfolg. Er hielt sich für so schlau und hat es doch bereut. Und ein Amulett. Und ein Hackschwert. Sehr cool. Okay, weiter geht's. GZ fürs Level Up. Und bitte und an sich ist es nicht schlecht. Was wird halt. Wobei, Stärke könnte man durch Sockel ausgänzen. Man hat Leben pro Sekunde. Ach, schade. Hat minus Schutz. Sehr schade. Okay, müssen wir ganz kurz hier raus. Danke, Heiko. Ich wollte gerade bei den Identen, verdammt. So. Okay, das ist Müll. So. Fragen, ob er Deutsch ist. So, das kann alles weg. Ah. Sehr schön. Ist alles Müll hier. Nee, brauchen wir nicht. Wozu? Warte mal. Vielleicht braucht es jemand von denen hier. Na, braucht wer. Nicht Brachu-Bär. Das ist kein Deutsch, mein Freund. Oh, das Amulett können wir jetzt auch vercraften. Also, es ist schon peinlich, wenn man hier mit einem 26er Amulett rumläuft. Das. Nee, das muss nicht sein. Heben wir mal auf. So, du kommst irgendwann weg. Irgendwann kommst du weg. Nein, meins. So. Danke, Walzer. Ist geschenkt, wie geht da? Also, ich will dafür nichts. So, betritt die Waffenkammer. Machen wir mal direkt. Und spring! Ich hab dir nicht zugeworfen, verdammt. Ach komm, werfen einfach rein. So, viel Spaß damit, wer es auch immer nimmt. So, jetzt sollten wir gleich bei Akt 4 starten. Ich glaube, da oben geht es auch schon los zu Akt 4, oder? Wir haben die ganz stark irre. Ja, Wachturm der Bastion. Sind wir gut dabei, muss ich echt sagen. Wir haben nichts, ne? Wir haben nichts. Mal Schuhe könnte man nochmal machen, aber ansonsten. Das richtig gute Zeug kommt wahrscheinlich wirklich auf Inferno erst. Wo es uns auch was bringt. Gut, ich werde jetzt ja eigentlich ungern immer so viel Zeug verkraften. Das ist doof. Vor allem, wenn wir es noch später gebrauchen können für Inferno, ne? Da macht es eigentlich gar keinen Sinn, jetzt hier noch großartig was zu craften. Und sind nur minimal verbessert irgendwie. Nee, lass mal. So, wie geht er nun mal an? Alte Prinzessin. So, skippen wir mal. Sind ja in den ersten 20 Folgen. Die ganzen storybasierten Kapitel. Brauchen wir hier nicht. Oh, komm, jetzt drück drauf da auf den Button. Vegeta 57, ja. Ja gut, wir haben ja gut gelevelt, wo wir hier mit der letzten Gruppe zusammengespielt haben. Die haben ja nur Bastionstiefen gemacht. Das reißt ja schon ein bisschen raus, ne? Das kommt mal hier hin. Oder auch nicht. Weit gesprungen, Kraxel, weit gesprungen.
Hallo. Sehr schön. So, jetzt kommt Israel. Nee, nicht Israel. Isual. Isual war das, glaube ich, oder? Komm, Wette. Wer war, war das Isual? Ich denke schon. Ah, ich weiß, doofe Wette. Sterbt! Stirb, Kartoffel! Und... Ach, ist Katu, verdammt! Naja, war nah dran. Yeah, wieder zwei. Das ist das Gute. Bosse bringen immer zwei gelbe. So, und ein Helm, komm! Bitte, 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 Helm, bitte! Nein! Warte, was fehlt denn da? Stärke fehlt halt, ne? Aber an sich wäre cool gewesen. Hm. Wenn wir da Leben reinsockeln. 51. Ey, da sockeln wir Leben rein. Scheißen auf die Stärke. Mal ernsthaft. Der hat Crit drauf. Ich bitte dich. Den hauen wir rein. So, dann machen wir da ein schönes Steinchen rein. Dann ist das schick. Komm mal her. Steinchen. Da. So. Ja, guck mal. Bringt das noch Bonus? Ey, das macht Sinn. Also. Haben wir zwar jetzt ein bisschen Stärke verloren, aber 3,5% Crit, ne? Das holt sich später wieder raus, wenn wir da nichts Besseres finden. Das kann man da so ein bisschen kompensieren dann. Können wir von hier da runter springen? Weiß man das? Oh, Kniebuckel. Super. Probieren wir es. Geht nicht. Nee, nee. Geht nicht. Ein Höschen. Und. Nee. Die ist kacke. Ein Kackhöschen. Braune Spuren drin. Braucht man nicht. Hier ist noch ein Truhe, nehmen wir mit. Ach, guck mal, noch ein Höschen. Heute ist die. Das eine Höschenfolge ist heute. Und. Oh, oh 2,5% durch Aurorus, ey. Bah, fuck. Aber minus 4000 Leben. Mm, nee, das ist. Ah, scheiße. Aber das sind so Dinge, ne? Also 36 Aurorus. Mal als Vergleich, wir haben jetzt hier um die 80. Ja, okay, doch, 100 Aurorus haben wir schon. Doch so viel. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir müssen übrigens hier lang, Leute. Scheiß Anfänger. Habt ihr nicht gehört? Ich wollte noch mein Bild umstellen. Vergesse ich irgendwie mal. Ich habe auch gerade gar keine Lust dazu, mir das Ganze durchzulesen. Deshalb machen wir mal weiter. Und zwar in der nächsten Folge, Leute. Tschüss.